zusammen. Einigen von euch ist es aufgefallen, letzte Woche gab es keine Playtime-Show. Grund dafür war der Karneval, Fasching oder wie auch immer das bei euch jetzt heißt. Wir dachten auf jeden Fall, bei so viel aufgesetztem Humor und schlechten Kostümen würdet ihr eine Überdosis bekommen, wenn wir wie normal weitermachen würden. Jetzt sind wir aber wieder da und können mit den News starten. Und zwar gab es diese Woche die Oscarverleihung und der prestigeträchtige Preis für den Original Song ging an Man or Muppet, meinen großen Favoriten. Ich kann singenden Plüschpuppen einfach nicht widerstehen, vor allen Dingen, wenn sie ein Doppelduett mit How I Met Your Mother Marshall und Big Bang Theory Sheldon anstimmen. I believe in you. Aber selbstverständlich kommen wir auch wieder zum Gaming zurück, denn wir haben uns die Freiheit herausgenommen, auch Spiele-Oscars zu verleihen. Dass dort die beste männliche Hauptrolle an Duke Nukem ging, kann vielleicht nicht jeder unterschreiben, aber erwartungsgemäß hat Skyrim den James Cameron gemacht und mit den meisten Preisen vom Hals der Welt aus Fussro dargebrüllt. Ist kein Wunder, Skyrim hat praktisch jeder und seine Mutter schon gespielt, aber unser nächster Kandidat ist derartig geheim und mysteriös, dass wir selbst fast überrascht waren, Artikel und Videos dazu bieten zu können. Die Rede ist von The Secret World, dem kommenden Funcom-MMO um Verschwörungstheorien und Geheimbünde, die weltweit mit Magie und Schrotflinte gegen das Böse vorgehen. Unser Agent in Oslo konnte Bilder und Infos mitbringen und verhält sich bis auf den blinkenden Chip in seinem Nacken noch fast normal. Und ich bin trotz zahlreicher Versuche, auf der versteckten Seite von Funcom das Tor zu öffnen, auch noch nicht wirklich wahnsinnig. Viel leichter ist es da offenbar bei Guild Wars 2 mitzumischen. Die haben 48 Stunden lang Beta-Anmeldungen entgegengenommen und mit einer kleinen Verlängerung auch die 1-Million-Grenze feiern können. Ende März soll es dann für die Teilnehmer aus ganzen 224 Ländern in die ersten Beta-Events gehen, um als menschliche Pflanze oder gehörnte Riesenraubkatze in den Krieg gegen Drachen zu ziehen. Ach, was war die Guild Wars 2 Beta schön. Danke, ArenaNet. Tolles PvP, schönes Crafting, tolle Eventsysteme, super, die Grafik hat überzeugt, die Klassen waren alle da, wir konnten alles ausprobieren. Wirklich, richtig gut, ArenaNet. Eine Sache nur, wo zur Hölle sind die Zwerge? Was soll denn das? Ein Fantasy-Rollenspiel ohne Zwerge? Seid ihr... Ich meine, denkt doch mal nach, ihr putierten Zwerge, die in einem Computer-Fantasy-Spiel fehlen? Im Dezember kommt ein ganzer Film nur mit Zwergen. Sagt euch das irgendwas? Die werden Milliarden verdienen, mindestens. Und was macht ihr? Keine Zwerge. Vielleicht auch keine Orks oder was? Am besten noch gar keine... Ihr habt sie doch wohl echt nicht mehr alle. Da fällt mir das Fell von den Schultern, verdammt nochmal. Über so läppische Zahlen wie nur 1 Million lacht Tim Schafer inzwischen lauthals. Der Designer des Adventure-Kultklassikers Day of the Tentacle hat mittlerweile von Fans schon über 2 Millionen $ in die Hand gedrückt bekommen, um im Team mit Monkey Island-Vater Ron Gilbert ein neues 2D-Adventure zu stricken und eine Doku darüber zu drehen. Bei dem Geld können wir aber langsam 200 Stunden Rätselzeit und einen 3D-Kinofilm erwarten. Gar kein Geld sollen Spieler für ein noch nicht angekündigtes Blizzard-Projekt bezahlen müssen. Die Entwickler, die in der Vergangenheit kleine Erfolge wie World of Warcraft, die Diablo-Reihe oder Starcraft feiern konnten, wollen nun vielleicht doch auf den Free-to-Play-Zug aufspringen. Die Spekulationen sind natürlich zahlreich und wirr und auch wenn die Originalmeldung von einem unangekündigten Projekt sprachen, wird nun ein gänzlich kostenloses WoW oder das sagenumwobene Titan-Projekt darunter vermutet. Eine Meldung von letzter Woche ist übrigens immer noch aktuell. Die Mass Effect Space Editions sind Stück für Stück gestartet und auch in Berlin sind am Mittwoch welche unterwegs. Wir sind gespannt, wie erfolgreich der Flug bzw. die Suche der Fans in Deutschland wird, nachdem die ersten gestarteten Spiele gefühlt mehrere Tage in kalifornischen Baumwipfeln festhingen und unsere amerikanischen Freunde versuchten, mit mehreren Schusswaffentypen und einem Baseballschläger die Dinger zu Boden zu befördern, statt einfach die Kletterausrüstung zu holen. Bewohner des Umlands von Berlin sollten die Augen offen halten, die Wetterverhältnisse könnten spontan von kalt und trocken zu schwerem Videospielhagel umschwenken. Bei dem Paket sollen neben dem eigentlichen Spiel auch noch weitere Goodies dabei sein. Das könnte Sammler freuen. Denn wer wirklich absolut und restlos alles an DLCs, Ingame-Items und Boni zum Mass Effect 3 einsammeln will, der muss tief in die Tasche greifen. Dank der Politik, Merchandise-Artikel gleich auch noch mit einem DLC-Code zu versehen, muss man für insgesamt $870 neben einer sexy Liara-Figurine auch Spielzeug, ein Buch und sämtliche mit N7 bedruckte Peripherie kaufen, die Microsoft und Razer auf den Markt bringen. Vielleicht haben extreme Sammler dann aber auch Vorteile, von denen wir jetzt noch nichts wissen können. Mayri, darf ich dir mal meine Mass Effect-Sammlung zeigen? Klar.
Wirklich echte Fans geben vielleicht ein bisschen viel Geld aus, dafür kommt ihr Puls aber auch mal schnell ins Rasen, wenn jemand ein falsches Wort über ihr Lieblingshobby sagt. Nachdem BioWare-Autorin Jennifer Hepler sich nach der Aussage, sie würde Actionsequenzen in Spielen gerne vorspulen bzw. selber ungerne und selten spielen, einiges an wütenden Diskussionen losgetreten hat, haben wir nachgeforscht. Entschuldigung? Hallo? Hallo? Gibt es irgendetwas an Ihrer Arbeit an Videospielen, das Sie nicht mögen? Ja, was kann man denn daran nicht lieben? Ich meine, wenn ich abends so rausgehe und die Papierkörbe mit den weggeworfenen Ideen raustrage, die ich dann in Obsidian verkaufe, dann schaue ich manchmal Greg und Ray beim Zocken zu. Das ist ein toller Moment. Also gibt es nichts, das Sie bei einem Spiel vorspulen wollen würden? Himmel, nein! Das darf man doch nicht rausnehmen. Man kann nichts überspringen im Leben. Wissen Sie, Fensterreinigung, Bodenreinigung, Müllentsorgung, das gehört einfach dazu. Das muss drin bleiben. Das heißt, Sie haben bei BioWare-Spielen nichts zu kritisieren? Naja, nein. Also nicht direkt. Sonic Chronicles, The Dark Brotherhood habe ich vielleicht nur ein einziges Mal durchgespielt, aber ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem, was wir hier lassen. Andere Kandidaten haben wir nicht mehr wirklich zu dem Thema befragt, aber sagen wir so, die Mutter der Erzieherin in der Kinderkrippe bei Blizzard ist Hardcore-Raiderin. Das war's auch wieder schon für heute. Macht's gut und bis zur nächsten Woche. Dann schaue ich mal Grey und Rack. Rack, Rack, Grey. Grey. Das ist der Hip-Hop-Hausmeister, ne? Ach, der Hip-Hop-Hausmeister. Oh. Nimm mich doch. Charge!